Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Ah, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Was bist denn du für ein Dulli, Andreas Burani? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der hat so helle Augen, das sieht fast aus, als ist der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Auch nicht mehr, intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Dafür steht diese Millimeter. Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Ich hab's Kraft. Ist doch, wenn wir irgendwie eine Szene wechseln und eine Uhrzeit dasteht, steht ja immer was mit Millimetern drunter. Ich glaube, das ist der Stand des Niederschlags. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Holy. Dieser Nathaniel What? Williams ist wohl ein Mann Gottes. Oh, hell. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Hm.
die Kerzen brennen. Also wenn ich das Haus verlasse, dann muss ich das ausmachen. Ich soll essen, dann, wenn Redwood das sagt, Typ, dann musst du jetzt was essen, ja? Was kalt wird. Es gibt heute bei euch. Der ist nicht ganz sauber. Was dreht denn die Kamera so weg? Ich wollte mir... Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Oh, Quicktime-Event. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er will mehr. Immer mehr, nicht wahr? Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Scheiße. Die Stimmen fehlten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp. Stopp. Das reicht. Sie gehorchten, damit sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein. Stopp. Stopp. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Ah! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los! Nein, wir schießen nicht. Ruhig, Nathaniel. Niemand will Ihnen was tun. Waffe runter. Ich habe ihn erschossen. Ups. Ich wusste nicht, dass er eins so schießen aus. Ist. Wirklich schade. Los. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Ich wollte doch nicht schießen, Mann. Der ist hier so ein bisschen, der hat doch nichts gemacht. Oh, verdammt. Ich würde auch... Es gibt ja Bananasplit, ne? Also eine Mischung aus Bananenshake mit ein bisschen Kakaopulver oder so. Oder wie Beelzebub sagt, ein Schokoladenshake mit Bananengeschmack. Kannst du ja rein schon kombinieren. Ja. Vor Gericht, ne, ey. Vor Gericht, da will ich nicht mehr hin. Nicht als Zeuge.
Lustig, wie sein Mantel nass wird, aber nur bis zu dieser bestimmten Linie. Wenn ich nicht durch den Busch gehe. Ah, es ist offen. Mrs. Bowles. Mrs. Bowles. Jemand da? Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Ich gebe natürlich den Zettel auf. Mein Gott. Nein. Moment. Hallo, du sollst dort zu den... Da. Läuft irgendwie schneller gerade. Sind wir reingekommen, ne? Ja, weißt du, entweder kommt der Origami-Killer und den Kindern passiert was, oder die Eltern, Haseln's Sohn. Mrs. Boat! Mrs. Boat, sind Sie da? Oh, die liegt bestimmt in der Badewanne. Oh, ich wusste es. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Ja, ich habe den abgeknallt okay. gerade. Haben Sie was zum Verbinden da? Ich wusste nicht, dass er eins schießen ist. Ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Ja, okay, erstmal Hände waschen. Mal sehen. Ich brauche das und das und das. Na. An bitte. Was stand dort gerade? Ist überhaupt nicht. Wenn ich hier noch was sagen soll. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Gut, dass er sich gerade die Hände gewaschen hat. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Ja, mir geht's super. Ich habe gerade versucht, mich umzubringen. Mein Baby, aber mir geht's eigentlich ganz super gerade. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay?
Aber wir gehen noch mal kurz Hände waschen. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich sollte mir die Rasierklinge doch noch wegnehmen. Ich kann alles. Sie heißt Emily. Okay. Wir gehen noch mal Hände waschen, bitte. Ja. Der war nicht erst auf Toilette und hat dann die frischen Schnittwunden verarztet. Ja, ich hab den einen da. Ich hab leider eine falsche Taste gedrückt. Hallo, und dann hab ich ihn leider erschossen. So, was haben wir denn für ein Problem? Was machen wir hier? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Gott, halt nicht. Müssen wir die Windel wechseln? Lustig. Okay. Wie ging das nochmal? Was? Jetzt muss ich die Hand dazu nehmen. Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Okay. Von vorn. Na bitte, alles wieder frisch. So. Das ist besser. Ja. Stimmt's, Emily? Schießen habe ich schon mal geübt. Ja, hey, genau, ihr könnt noch was lernen. Ihr müsst 3 Tasten drücken, ja, dann ist die Windel gewechselt. Ich hab vielleicht Hunger. Ich will jetzt wieder zur Mutter gehen und fragen, was dir fehlt. Mach mal kurz ihre Brust, Lady. Ich glaube, ihr Kind hat Hunger. Susan. Ich hab die Windel gewechselt, aber sie schreit noch. Sie hat Hunger. In der Küche ist ein Fläschchen. Okay. Irgendwie ist es aber gerade voll niedlich, dass dieser Detektiv hier... Das ist eine Küche. Ich glaube, eine Küche. Ach ja. Dass er so Hilfe braucht, wenn es darum geht, sich um ein Baby. Ich mach das Ding mal lieber warm. Grad. Ah, jetzt ist es fertig. Testet man das auf dem Handrücken, bitte? Hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Oh, wie der die Flasche hält. Oh, wie süß. Ich shake. Und jetzt ein Bäuerchen. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Bewegung muss man ja langsam machen, wenn es gestrichelt ist. Oh, wie süß.
Oh, das war zu schnell. Nein, du kannst sie doch nicht so reinklatschen. Oh. Oh. Tut mir leid. Willst du weiter schaukeln? Natürlich, weil wir haben die zu schnell reingelegt. Nochmal machen. Was? Das war wieder zu schnell. Tut mir leid. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 10 Minuten. Willst du weiter schaukeln? Und beim zweiten Mal, das verstehe ich nicht. Das war niemals zu schnell. Das ist ultra langsam. So. Ich mag das Spiel tatsächlich bisher Beelzebub. Also ich denke, ich werde heute auch nicht mehr so lange machen in der Story, weil es ist trotzdem irgendwie anstrengend. Aber ich freue mich definitiv darauf, das dann am Samstag oder Sonntag irgendwie weiterzumachen. Steuerung ist manchmal ein bisschen tricky, aber mir gefällt es bisher sehr gut. Und ich bin auch immer noch gespannt auf die Auflösung, wie das hier alles mit diesen Blackouts und den Träumen und so zusammenhängt. So weg. Da kann bestimmt mal rausgucken, oder? Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Die hat auch ein... Ich verstehe nicht, wie man dem wehtun konnte. Deswegen ist er ja hier. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Hat ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Oh, ich hoffe niemals, dass mit ihm hier irgendwas passiert in diesem Spiel. Er sagte kein Wort, als er ging. Er ist so ein lieber... Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Typ. Ich wollte bei dir wäre es ein bisschen dramatischer. Das kann man dann auch nicht klippen und als Zitat festhalten. Es ist in der Schublade im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja, meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er die ganze Zeit gut klar muss. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Okay, dann holen wir uns jetzt noch das Handy aus der Schublade, was sie da gerade gesagt hat. Alan? War doch ein Handy, ne? Ja. Ist das nicht so eins, was auch Ethan bekommen hat? V.
Viel Glück, Emily. Tschüss, Emily. Pass auf deine Mama auf. Na, wo gehst du denn jetzt wieder? Ah, ich weiß nicht, ob wir die allein lassen sollten. Ich glaube, das ist nicht gut. Mach's gut, Beelzebub. War schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Also, dort weg ist aber auch verdammt viel, muss man sagen. Herbst hin oder her, aber so viel weg ist bei uns im Herbst auch nicht. Gehen erstmal dorthin, wo man wahrscheinlich nichts finden wird. Jetzt lassen wir das Auto runter. Entschuldigen Sie? Hey! Oh! Hey. Ah, sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wie guckt denn der nach oben? Voll gruselig. Ich möchte ein Auto. Vielleicht keine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Danke. Drittes Tiefgeschoss. Einen schönen Tag noch, Meister. Gesagt, Typ. Den unter dem Auto liegen sehen. Hier vorne musst du bitte hin oder hier. Egal. Oh, das ist ja. Mit dem Aufzug würde ich jetzt nicht unbedingt fahren wollen. Oh, wenn das jetzt dieser Chevrolet ist. Wir brauchen mal ein bisschen Action hier in dem Spiel. Guck mir die anderen Autos trotzdem mal an. Sieht cool aus. Aber unser Auto ist das hier, glaube ich. Das hier. Ist das ein Chevrolet?
Ja, also wenn ich so ein Spiel entwickeln würde, würden andere Sachen passieren. Was hat er jetzt dort gemacht? Hast gesucht. Navi soll das sein. Karin fährt ein Chevrolet. Weil unser Täter in dem Spiel hat ein Chevrolet. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Hinter dem Parkplatz die erste rechts. Wir uns eventuell merken. Ich bin heute blutrünstig. Donnerstagabend.